Natur- und Bergfreunde, grüß euch! Bergfüchsel ist wieder einmal unterwegs mit euch. Und heute bin ich in die niederösterreichischen Kalkalpen. Obwohl ich schon in der Steiermark bin, sind es trotzdem noch die niederösterreichischen Kalkalpen. Und heute mag ich rauf um Hochdürnach. Hochdürnach ist 1770 Meter. Und ja, mitten in die Hübstaler Alpen. Da bin ich heute unterwegs, wie gesagt, und da nehme ich heute mit. Also, wie gesagt, wir starten, wir gehen uns an. Also, auf geht's, los geht's! Juhu! So, heute muss ich ein wenig flotter unterwegs sein. Ich bin dann relativ spät weggegangen. Das Wetter ist so halb schön und halb schier ein wenig, aber mehr schön. Und wie gesagt, jetzt gase ich ein wenig an. Gute 2 Stunden sollte man am Gipfel drum sein. Also, los geht's! Dürnach, muss ich dazu sagen, unten steht zwar ein Schüttel Dürnach, was aufgeht, aber man muss dazu sagen, dass man die Bergtour am Hochdürnach gut planen sollte, so wie jede Bergtour eigentlich man gut planen sollte, weil da fast keine Markierungen gibt und man geht eigentlich nur den Stormandl nachher und den ausgetretenen Pfad. Weg auf. Also besteigt man noch Dürnach. Tourenplanung ganz wichtig, nicht vergessen. Wir wollen aber auf. Weiter geht's. So, da bin ich jetzt ein wenig auf dem Forstweg unterwegs und mag euch nur kurz zeigen. Geht es ein Stück weiter, man kommt dann, wenn man gerade weitergeht, zu einer Quelle. Läuft ein frisches, gutes Wasser runter. Und das ist aber auch zugleich der letzte Stopp, wo man Wasser tanken kann. Zeige euch jetzt einmal. So. Super herrliches Wasser. Ein Traum. Da kann man, wie gesagt, das letzte Mal Wasser tanken, wer einen Durst hat. Und dann geht es nicht mehr rauf. Los geht's, weiter geht's!
sage jetzt, die Schoderitschen rauf. Komme ich ganz schön schwitzen heute noch. Da war jetzt die Abzweigung auf zum Hochtürnach. Aber vorher schauen wir uns noch was an. Ein Traum. Wunderschöner See, der Dürnsee, einfach ein Traum da. Da konnten wir es länger auch aushalten, aber wir wollen ja, das ist noch auf der Wisch, da wollen wir rauf und da starten wir jetzt nochmal durch. 300-400 Höhenmeter haben wir noch, auf geht's, los geht's!
Selfie geht. Schwab drüben, voll im Nebel drin. Wahnsinn. So, ich stehe da mitten in die Latschen drinnen und gehe ja mitten in die Latschen durch. Jetzt da ist es nicht mehr weit auf zum Gipfel. Viertelstunde, 20 Minuten, dann sind wir drum auch. Auf geht's, weiter geht's. Juhu! Drüben ist der Gipfel. Gleich haben wir's.
haut rum. Jawohl, so schaut das aus. Geil. Bergheil am Hochtürnach auf 1770 Meter. Juhu! Ein Traum. Liebe Berg- und Naturliebhaber, ich hoffe, die Besteigung von Hochtürnach, das Tourenvideo hat euch gefallen soweit. Traumwetter, Wahnsinn, die Wolken drüben im Hochschwab, das Zeitraffer habt ihr eh gesehen, Traum. Und ja, das hat mich gefreut, wenn ich einen Daumen nach oben kriege, vielleicht lasst ihr mir ein Abo da und ich verabschiede mich somit von der heutigen Tour. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn der Bergwechsel unterwegs ist. Also, viel Dank, bis zum nächsten Mal. Juhu!